Buhle für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit dem ersten Tag dieser Legislaturperiode ist doch klar, dass dieses Parlament eine Entscheidung treffen muss. Entweder wir verändern das geltende Wahlrecht und der nächste Deutsche Bundestag wird kleiner, oder wir lassen das Wahlrecht so, wie es ist, und laufen Gefahr, dass der nächste Deutsche Bundestag noch größer wird. Das, was Sie jetzt hier vorhaben, das hätten sich aber wohl nicht mal die hartgesottenen Wahlrechtsberichterstatter aus den Fraktionen vorstellen können. Denn Sie wollen das Wahlrecht verändern und der nächste Deutsche Bundestag, er wird trotzdem größer. Und deswegen ist Ihre Reform objektiv ungeeignet, auf das drängende Problem eines XXL-Bundestages zu antworten. Ihre Vorlage ist ein absoluter Schuss in den Ofen. Und Sie sollten sie lieber zurückziehen, als sie heute hier zur Abstimmung zu stellen, meine Damen und Herren. Und dass das Ganze objektiv nicht dazu führt, dass der nächste Deutsche Bundestag kleiner wird, das haben alle Expertinnen und Experten in der Anhörung am Montag bestätigt. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat es bestätigt. Und deswegen müssen Sie anerkennen, dass das hier kein sinnvoller Vorschlag ist, meine Damen und Herren. Und das liegt in erster Linie daran, dass der entscheidende Hebel für die Verringerung der Größe des Deutschen Bundestages in der nächsten Legislaturperiode von Ihnen erst 2025 ins Werk gesetzt wird. Und das ist die Verringerung der Wahlkreiszahl. Es liegt aber heute ein Entwurf vor von FDP, Grünen und Linkspartei, der genau das vorsieht. Eine Verringerung der Wahlkreiszahl für die nächste Bundestagswahl. Und damit könnten wir vor die Bürgerinnen und Bürger treten und könnten sicherstellen, dass der Bundestag sich selber bei der nächsten Bundestagswahl schon reformiert hat, meine Damen und Herren. Und jetzt werden manche von Ihnen sagen, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Die Wahl findet ja schon im September 2021 statt. Ja, meine Damen und Herren, da müssen die Bürgerinnen und Bürger aber auch wissen, dass Sie diese Situation bewusst herbeigeführt haben, weil Sie den Sommer über verschleppt haben, weil Sie mit Absicht abgewartet haben, bis die ersten Aufstellungsversammlungen beginnen, um dann zu sagen, die Reduzierung der Wahlkreiszahl, die können wir aber erst 2025 machen. Das ist schäbig, meine Damen und Herren. Und das trägt nicht dazu bei, dass das Ansehen in dieses Parlament steigt, sondern es trägt eher dazu bei, dass das Ansehen in dieses Parlament abnimmt. Und meine Damen und Herren, das Wahlrecht zum Bundestag, es kann heute schon kaum von Expertinnen und Experten für das Wahlrecht erklärt werden. Und Sie müssen doch einsehen, dass die rechtliche Grundlage für die Zusammensetzung der Volksvertretung auch etwas damit zu tun hat, wie die Legitimation der Volksvertretung in der Bevölkerung aussieht. Kollege Kuhle, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Glaser? Ich würde gerne im Zusammenhang vortragen. Und meine Damen und Herren, statt hier einen Akt der Vereinfachung auf den Weg zu bringen, machen Sie unter dem Applaus der SPD auch noch eine Extrawurst für CDU und CSU fertig. Sie braten eine Extrawurst für die Union, Bonusmandate für CDU und CSU, die verfassungsrechtlich umstritten sind, die kein Mensch erklären kann und bei der am Ende eine Verzerrung des Wählerwillens im Deutschen Bundestag rauskommt. Und das kann nicht das Ergebnis dieser Wahlrechtsreform sein, die wir uns hier gemeinsam am Anfang der Legislaturperiode vorgenommen haben. Und deswegen werden wir heute gegen den Entwurf von CDU, CSU und SPD stimmen, weil er objektiv ungeeignet ist, den Bundestag zu verkleinern, weil er verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die völlig ungeklärt sind und weil wir auch uns gewünscht hätten, dass man das hier gemeinsam im Konsens Regierung und Opposition auf den Weg bringt. Und deswegen will ich Kollege eine abschließende Kuhle, Bemerkung machen. Es ist machen. Nichts mehr mit Zusammenfassung. Sie haben Ihre es Redezeit wäre schön gewesen, zu Ende. Wenn sich dieser Bundestag in Zeiten von Pandemie und Wirtschaftskrise nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern wenn in Zeiten, wo das Land den Gürtel enger schnallen muss, auch das Parlament den Gürtel enger schnallt. Sie verhindern das und da stimmen wir dagegen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Friedrich Stretmanns für die Fraktion.